Hallo, ich bin Uta Müller. Ich befinde mich hier in Neu-Ulm bei Günter Hensler. Es kann sein, dass auch eine Katze durchs Bild spaziert mit dem Namen Momo. Ich habe hier einen Echo in der Hand. Ich muss gestehen, ich hatte noch nie einen in der Hand. Herr Hensler, erzählen Sie doch etwas, was hat es so mit einem Echo auf sich? Naja gut, das ist einer der, würde ich mal sagen, europaweit relevantesten Musikpreise. Da gibt es eine Jury, die sich zusammensetzt, da sitzen die Leute vom ZDF drin, ja. Dann freie Journalisten. Und natürlich hat das ZDF immer das Interesse, möglichst hohe Einschaltquoten zu bekommen, ja. Deshalb haben die Stars klare Vorteile, da eingeladen zu werden. Aber wie man sieht, kriegen kleinere Plattenfirmen dann ja auch mal einen ab. Ja. Und das ist bei mir mehrmals passiert. Ja. Fragen Sie mich nicht, warum. Offensichtlich waren die Produktionen nicht so schlecht. Ja. Klingt so ein bisschen ein Understatement. Sie haben hier ganz viele Echos stehen. Erzählen Sie doch mal etwas von Ihrer Erfolgsgeschichte. Wo fange ich an? Wo Sie möchten. Na gut, ich bin bis 2003 in Holzgerlingen, in einem großen Verlag tätig gewesen, war für die Musik verantwortlich. Und habe dann mich selbstständig gemacht. Da kamen ehemalige Geschäftspartner auf mich zu von Bertelsmann in Gütersloh, die relativ erfahren waren im Musikgeschäft. Und einer davon war die rechte Hand von Reinhard Mohn, dem Eigentümer von Bertelsmann. Und hatte eine Plattenfirma gegründet, nachdem er pensioniert wurde. Und eine Zeit lang konnte er die alten Kontakte ganz gut nutzen. Ja. Irgendwann ließ das nach und dann hat er seinen langjährigen Mitarbeiter gefragt, ob er nicht Interesse daran hätte. Er würde ihm gern die Hälfte der Plattenfirma schenken. Ja. Und er hat sich schon sehr gefreut. Ja. Der Verlag hieß übrigens Profil, ja, von daher auch der Titel. Und geht mit den Wirtschaftsprüfern die Bücher rein und stellt dann aber fest, dass der jahrelang nur Verluste geschrieben hat. Ja. Und dann hat er seinem ehemaligen Chef gesagt, dass er da nicht so interessiert ist, die Hälfte der Verluste geschenkt zu kriegen. Kam aber auf die glorreiche Idee zu sagen, na gut, eigentlich ist das Ding schon zu groß, um es sterben zu lassen, ja, aber zu klein, um rentabel zu sein. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich da nicht Lust hätte einzusteigen, was ich dann gemacht habe. Aber es war ein mutiger Schritt, ja, weil erkennbar 2003 war der Glanz des CD-Booms vorbei, ja, und manche Geschäftspartner haben mich eher, naja, ich sage jetzt mal, etwas mitleidig angeschaut, so nach dem Motto, was macht der Hensler jetzt, ja? Hat so eine schöne Bach-Edition und Rilling und verlässt alles und wagt nochmal was Neues. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war es der richtige Schritt. Und Sie hatten so richtig so eine Vision, das wird irgendwann klappen. Ich hatte die Vision, aber ich hatte auch Momente der Unsicherheit. Also alles Okay. andere würde, glaube ich, die Wirklichkeit nicht vollumfassend umschreiben. Ja. Aber sagen wir mal so, ich hatte zumindest verschiedene Vorteile. A, einen guten Draht zu Vertriebspartnern, ja, guten Draht zu Künstlern und einen guten Draht zur Presse. Und der Riesenvorteil von multinationalen Konzernen war über Jahre, dass die natürlich in große Kampagnen ganz schnell viel Geld reinschießen konnten. Ja. Das war nach dem Boom der CD dann gar nicht mehr so ein starkes Argument, offen gesagt, weil da ist der Faktor Networking eigentlich relevanter. Ja. Und den hatte ich drauf. Ja. Super. Und wie haben Sie die Momente der Unsicherheit überstanden? Müssen Sie meine Frau fragen. Musste mich dann manchmal tröstend aufbauen, ne? Aber offensichtlich hat sie es ja geschafft. Ne? Ja, Sie sind an die berühmte Sächsische Staatskapelle Dresden herangekommen. Das ist ja ein Wunder, so wenn man anfängt und man hat so einen Erfolg. Wie konnte das passieren? Also, der Begriff Wunder ist in dem Fall tatsächlich gut platziert, ja. Ein japanischer Vertriebspartner hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der wusste, dass die Staatskapelle Dresden sehr viel in Asien tourt. Und es gibt so eine alte Regel im Musikgeschäft, wer viel auftritt, verkauft auch Merchandise-Artikel-Tonträger. Ja. Und ich wusste dann aber nicht genau, wie soll ich an die rankommen.
Und das ging dann, man könnte jetzt sagen, wie zufällig, man könnte auch sagen, in einer unglaublich glücklichen Fügung, ja, dass ich da tatsächlich zum MDR Kontakt gekriegt habe, die ganzen Aufzeichnungen gemacht haben. Mit dem Steffen Lieberwirth, Dr. Lieberwirth, und der hat es dann editorial auch komplett begleitet. Ja, das würde mich ja zeitlich bei beidem überfordern. Und da stehen natürlich dann große Namen vorne. Ja. Bernard Haitink, Colin Davis, Christian Thielemann. Also das ist das Who's Who der bekanntesten Dirigenten. Yannick jetzt als Shootingstar. Ja. Und was haben die so eingespielt? Alte Klassiker? Beethoven? Die Staatskapelle Dresden ist ja im Grunde ein Uraufführungsorchester, wo zum Beispiel Strauss sehr viel gemacht hat, ja, Weber, Wagner war vorne am Pult gestanden, ja, und da greift man natürlich auf eine lange Tradition zurück, ja, da ist auch dann einfach schon geschichtliche Kompetenz da, also wir verstehen uns da so ein bisschen als das musikalische Gedächtnis der Zeit. Ja. Klasse. Und ich kann mir vorstellen, dass diese großen Namen, diese großen Künstler dann andere nachgezogen haben. Die haben dann sich gesagt, ja, bei diesem Vertrieb möchte ich auch sein. Ja, bei der Plattenfirma. Ja. Ja, das spielt da sicherlich mit rein. Ja. Also wenn Sie schon mal den Nachweis erbracht haben, in der ersten Liga unterwegs zu sein, tun Sie sich natürlich leichter, andere aus der ersten Liga auch noch anzusprechen. Ja. Und dann haben sie auch diverse Musikpreise gewonnen. Da haben wir dann relativ viele Musikpreise gewonnen. Ja. Klasse. Mhm. Und wer kam dann so danach, nach dieser sächsischen Staatskapelle Dresden? Gut, die hatte ja immer schon Zusammenarbeiten dann mit anderen Häusern, also mit dem NDR, mit dem WDR. Also die Chefdirigenten vom WDR haben dann auch die Veröffentlichung hier gemacht. Ja. Was eigentlich für beide Seiten eine sinnvolle Sache war, ja. Die Häuser mussten sowieso aufzeichnen. Ja. Das ist ein Auftrag von ARD-Anstalten, also das kulturelle Gut zu fördern. Ja. Und wir konnten dann entscheiden, war das ein schönes Konzert oder war es ein genialer Abend, eine Sternstunde. Ja. Und wenn es eine Sternstunde war, dann kann man die natürlich auch in New York oder in Tokio Klassikliebhabern als CD anbieten. Ne. Und fliegen Sie dann selber dann von New York nach Tokio? Von die Strecke direkt geflogen bin ich noch nicht, aber in beiden Städten war ich schon Wochen meines Lebens, wenn nicht zu sagen Monate. Ja. Haha, klasse. Sie müssen halt die Kultur ein bisschen verstehen. Also ganz am Anfang dachte ich mit Bach, die Japaner müsste das total begeistern, war okay, weil die komplette Tradition der geistlichen Chormusik ist in Japan einfach nicht vorhanden. Klar, ja. Buddhistische Kultur. Richtig. Ja. Shintoistisch. Ja. Also was da viel spannender war, sind Aufnahmen Bruckner oder Mahler. Ja. Ja. Die verkaufen sie wie verrückt nach wie vor. Und was verkaufen sie in den USA? Was ist da so der Trend? Bei den USA hat sich das Geschäft sehr verlagert in Richtung digital. Okay. Mahler geht da auch gut. Ja, also große jüdische Gemeinde natürlich. Ja. Ja. Bach sowieso. Ja. Ich meine, in den USA haben sie mit dem Choir Association 20.000 Mitglieder, also das sind Chorleiter, 20.000, die einen Chor haben. Ja. Das ist dann schon mal so eine Grundbasis, die bei einem chorlastigen Label wie Hensler Classic beispielsweise sicherlich kein Nachteil ist. Ja, welche Sachen laufen in Deutschland? Alte Sachen, neue Dinge, neue Einspielungen von ganz modernen Künstlern? Ja, letztere häufig weniger, wie man es sich wünschen würde. Ja. Aber die Klassik ist ja jetzt nicht eine ganz einfache, glatte Oberfläche. Ja. Allein der Bereich Oper teilt sich auf, italienische Oper, ja, Wagner, Mozart. Ja. Da stehen jeweils sehr, sehr unterschiedliche Gemeinden dahinter. Ja. Und häufig ist ein wesentlicher Punkt, gibt es Alleinstellungsmerkmale, in dem wie ein Orchester und Dirigent an ein Werk rangehen. Machen die dann große Touren dazu, ja, und ich sage jetzt mal, wenn man im Bereich von Kammermusik reingeht oder Konzert, nehmen Sie den Frank-Peter Zimmermann, der bespielt natürlich die ganzen großen Hallen, ja, der hat eine Perfektion, der hört Flöhe husten, ja,
Und entsprechend ist die Qualität, die dann rauskommt, und die können sie dann natürlich auch verkaufen. Also wo sie sich schwer tun, wäre, wenn jetzt, ich sag mal, ein drittklassiges Orchester irgendein Werk nochmal aufnehmen würde, was es schon 50 Mal im Katalog gibt, ich sag mal, vier Jahreszeiten von Vivaldi oder Beethoven, fünfte Sinfonie oder so, das braucht kein Mensch mehr. Also das kriegen sie dann wirklich nicht mehr verkauft. Ja. Das müssen sie verschenken. Und wie gehen Sie da so jetzt vor? Kriegen Sie jetzt mittlerweile viele Anfragen und können sich kaum noch retten? Oder müssen Sie auch immer wieder neu auf Akquise gehen und was neu anleihen, auf neue, vielversprechende Dirigenten und Orchester zugehen? Also wir kriegen wahnsinnig viel angeboten, sehr viel mehr Super. wie das, was wir machen können. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ich das Gefühl habe, es gibt Bereiche, wo wir nicht toll aufgestellt sind. Also würde zum Beispiel sagen, im Bereich der historisch informierten Aufführungspraxis könnte man da mehr machen. Ja. Dann gehe ich schon auch aktiv mal auf Leute zu. Ja. Der Vorteil, den ich natürlich auch familiär mitbekommen habe, dadurch, dass mein Großvater schon im Musikbereich tätig war und Der mein Name. Vater, ich muss mich namentlich nicht groß vorstellen, ja. Und wie sehen Sie da so insgesamt die Zukunft? Geht die CD immer mehr zurück? Wird die aussterben und geht es immer mehr in Richtung Digitalisierung? Also was im Augenblick der stärkste Wachstumsbereich ist, sind die HD-Aufnahmen, also Okay. 24-Bit oder 32-Bit im Streaming-Bereich. Allerdings ein Wachstum auf kleinem Niveau. Die CD wird irgendwann ersetzt werden durch Medien, die höhere Speicherkapazitäten haben. Ja. Okay, aber auch noch durch Medien, durch anfassbare Medien. Ich glaube, dass es anfassbare Medien auch in 10 Jahren noch gibt. Also nehmen Sie ein praktisches Beispiel. Sie sind eingeladen beim Geburtstag und wissen, jemand hat ein Faible hierfür oder dafür. Ja, dann ist ein Träger natürlich was anderes, einen Download mitzubringen, wäre komisch. Ja. Oder oft, ich sage jetzt mal, wenn Sie im Auto eine längere Reise machen, ist mir eine CD zum Teil auch lieber, wie jetzt relativ aufwendig mein Smartphone zu connecten und dann über Spotify Musik anzuhören, was ja noch datenreduziert ist, also von der Qualität gar nicht so ganz toll. Ja. Ja, aber Sie müssen trotzdem up-to-date sein und immer gucken, was ist da auf dem digitalen Markt los, um auch ja nichts zu verpassen. Da sollte man sich drum kümmern, das mache ich relativ intensiv. Super. Ja. Also auch im Marketingbereich übrigens, dass wir testen, was passiert, wenn wir bei Facebook Werbung schalten. Ja. Welche Parameter muss man wie eingestellt haben, dass man die richtige Zielgruppe trifft? Weil Geld ausgeben im Marketing geht immer ganz schnell, aber man möchte ja ein Resultat daraus haben. Gut, also das erste Ergebnis, was ich erzielt habe bei Facebook Werbung, die ich geschaltet habe, war fatal, weil ich die Parameter falsch eingestellt hatte. Also es war wirklich nur lokale Werbung und von daher Geld, was weg war bei null Effekte. Aber ein Zeichen von Intelligenz ist üblicherweise, dass man aus Fehlern auch lernen darf. Ja. Und das versuchen wir natürlich zu machen. Und da ist der Mix natürlich mittlerweile ein anderer. Früher hat man ganz klassisch nur Anzeigenwerbung beispielsweise gemacht. Ja. Das läuft heute doch sehr, sehr viel vielschichtiger. Ja. Also heute viel mehr digital. Ja. Ja. Wobei ich jetzt sogar noch einen privaten Vorteil habe. Meine älteste Tochter, die ist in Hamburg oben zuständig für ein sehr großes Verlagshaus für Social Media Vermarktung, ja, die mir dann schon mal den einen oder anderen Tipp gibt, was mich dann natürlich nochmal anders über bestimmte Entscheidungen nachdenken lässt. Klasse. Ne? Ja. Sie haben gesagt, Sie haben gar nicht so viel Konkurrenz, weil jedes Label so ein eigenes Profil hat und Sie haben ja mittlerweile zwei Profile. Wie grenzen die sich voneinander ab? Ja gut, Hensler Klassik war eigentlich traditionell immer geistliche Chormusik und Johann Sebastian Bach, wenn man so möchte. Ja. Das Profil will ich weiter stärken. Ja. Vielleicht noch ergänzen mit historisch informierten Aufnahmen. Und Profil war tendenziell Oper, Konzert, Sinfonik. Und das wird auch so bleiben. Bei der Kammermusik muss ich es teilweise den Künstlern überlassen, wo sie sich mehr zu Hause fühlen. Also da habe ich meistens, ich sage jetzt mal, Frank-Peter Zimmermann, der bei Hensler Klassik war, dann auch da gelassen. Ja. Es sei denn, er spielt zufällig mit Bernhard Haitink
ein Violinkonzert von Beethoven. Ja. Was in der Serie bei Profil ist, dann muss ich natürlich in dem Fall das bei Profil lassen. Ja. Und was ist so das Markenzeichen von Profil? Ja, das wäre also vom Repertoire Sinfonik, Oper, auch, Konzert. Auch, okay. Ja. Okay. Mhm. Wie sehen Sie denn so die Zukunft? Wo wollen Sie so wohin? Neues entwickeln, auf neue Märkte setzen? Na gut, manches entwickelt sich jetzt ganz, ganz natürlich, dass je größer ein Katalog ist, desto mehr kommen Werbetreibende beispielsweise auf Sie zu und sagen, wir machen da ein Werbevideo, wir brauchen Musik dafür, möglichst GEMA-frei oder was auch immer. Selbst die großen Studios von USA brauchen dann Musik, ja. Woody Allen, habe ich auch schon mit Musik ausgestattet, was wirtschaftlich ja nicht ganz uninteressant ist. Ja. Aber da ist wirklich die Kataloggröße ein entscheidender Faktor. Weil wenn sie da nichts anzubieten haben oder bloß unter Tonträger, da guckt keiner bei ihnen. Ja, ja, ist ja klasse. Mhm. Sie haben irgendwie mit Visionen angefangen, Durchstrecken überwunden und können jetzt doch im Rückblick viele Erfolge verzeichnen. Ja, also ich würde es mal so zusammenfassen, die ersten 10 Jahre waren hart, also das war Selbstausbeutung, ja. Ja. Aber es ist natürlich ein Feld, Musik, das bin ich. Das war ich schon 1959. Es gab immer mal Gerüchte, dass Bach im Kreißsaal bei mir schon gelaufen wäre. Ja. und ich bin auch heute musikverrückt, ja. Also was Schöneres kann es eigentlich nicht geben, wie man macht sein Hobby zum Beruf. Okay, und welches Instrument haben Sie ursprünglich gelernt? Ich musste eine Sonderprüfung machen für Flöte, weil es damals nicht üblich war, dass man vor der Schule schon Musikunterricht bekommt. Ja. Und die waren so angetan, also durfte ich, glaube ich, mit vier Jahren schon Flöte lernen. Ja. Und dann Klavier? Klavier habe ich mir zurückgehalten, weil mein Vater so ausgezeichnet gespielt hat, ja, dass ich wusste, da kannst du dich nicht profilieren. Okay, Sie haben sich profiliert mit Profil, mit Hensler Klassik. Mhm. Weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Utas Media Talk. Mhm.